Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von V-Rising. In der letzten Folge haben wir wieder natürlich was gemacht? Richtig, V-Blatz gejagt. Und ich würde sagen, wir machen auch in dieser Folge direkt weiter. Und zwar müssen wir einmal uns Silberdingens holen, ne? Also das Rezept für besseren Silberwiderstand, damit wir ordentlich Silber sammeln können. Und vor allem auch das Rezept für den Spektralstaub. Ich würde sagen, okay, zugemacht. Ja. Wir holen uns erstmal den Werwolf. Und dann können wir direkt im Anschluss weiterreiten in den Wald hinein und können dann uns direkt das zweite Rezept holen. Wenn wir das alles haben, ich würde sagen, dann können wir mal wieder schauen, dass wir an der Base ein bisschen rumbasteln und vielleicht ein bisschen verschönern, obwohl mittlerweile die Base mir echt gut gefällt, muss ich sagen. Und dann können wir vielleicht auch neue Waffen machen, was echt nicht schlecht wäre. Und ja, ich glaube, wir sollten den aber eigentlich ohne Probleme schaffen. Wir gucken nur, dass wir die ganzen Werwölfe hier davor weghauen. Nicht, dass sie uns dann stören. Haust mich schon mal rein. Ja, komm. Und runter damit. Und rein. Und den Rest sammeln wir dann natürlich mit der Zeit einfach. Ganz ruhig. Autsch. Das war fies. Kollege. Okay, soweit so gut. Der Boss ist dort hinten, deswegen hauen wir den hier auf jeden Fall safe noch weg. Ja, super, das hat hier gut funktioniert. Nein. Genau, Blutsaugen. Ich weiß nicht, ob der in der Hütte nerven könnte. Auf jeden Fall die beiden, die hier drin sind, holen wir auch noch raus. Aber die hauen wir eh mittlerweile ganz gut weg. Ja, super, den habe ich leider nicht reingeschlagen bekommen. Leider nicht. Ja, den sollten wir aber echt easy packen. Ist hier einer? Nein? Ah doch. Nein. Ja, da bin ich die Falle getappt. Aber wir heilen uns echt gut hoch, ne? Die Waffe und die passiven Effekte dazu sind schon gar nicht mal so schlecht. Wir müssen eh noch auf die Ulti warten kommen, den hauen wir auch noch weg. Haben da einer? Nee. Wollte schon sagen. Okay, ein paar Sekunden müssen wir noch warten. Dann rauben wir das Haus schon mal aus. Dann haben wir das hier auch erledigt. Alright, ich würde sagen... Ups, falscher Weg. Ich habe Tränke ready. Ich habe ganz viel reingehauen, auch wenn ich hier Feuerwiderstand so gar nicht brauche. Aber was wir haben, das haben wir. Und let's go. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der jetzt... Nein. Oh, gut, noch getroffen. Kamera nicht richtig gedreht. Das war natürlich nicht so nice, aber... Nein. Ja, soweit läuft's echt gut. No problemo. Aber die müssen wir jetzt ganz schnell weghauen. Jetzt haben wir ein Problem. So. Okay, soweit, so gut. Aber es sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus. Na du. Lappen. Vielleicht habe ich dich. Sehr gut. Sonst Screenshot hiermit.
Vielleicht schaffen wir es. Ich hoffe es. Ja, das war doch easy. Den haben wir echt gut hinbekommen. Ganz easy. Taste of knowledge. Also so langsam bin ich ein richtiger Meister, ne? Ein richtiger Vampirlord. Gut, haben wir hier irgendwas zum Looten? Ja, sehr schön. So, dann haben wir den netten Trank und die bessere Tasche, die wir uns machen können. Auch sehr wichtig. Oh, wir sind aber gleich voll, ne? Sollte ich echt schon weiter? So viel Kram im Inventar. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall nicht alles sammeln, weil Haut habe ich eigentlich genug. Aber die Kiste auf jeden Fall noch, klar. Und wir sollten direkt weiter. Da ist er. Und er ist genau... Ich glaube hier irgendwo, ne? Ach, noch eine Kiste, nett. Okay, wir lassen jetzt den... Obwohl, ja, komm. Da ist ja doch was Nettes drin. Ich meine, so Glas und so nehme ich natürlich gerne mit. Dauert ja nicht lange. Und den Rest kann ich dann ja immer noch wegwerfen. Was ich nicht brauche, kann ich immer noch in die Tonne werfen. So, passt schon. Was wäre denn zum Beispiel Müll? Können wir auf dem Weg schon mal gleich was wegwerfen? So, Umhang schon mal. Zack. Ratten, bababam. Ja, obwohl, wir haben eh noch Platz. Machen wir gleich. Ich glaube, hier so irgendwo, ne? Von da aus finden wir den Weg auf jeden Fall. Und einmal... So. Wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall dann bald die Kristalle alle klein machen. Vielleicht sollten wir noch auf dem Rückweg ein paar sammeln. Obwohl, die finden wir da so oder so. Ne, warte mal. Ich werfe schon mal ein bisschen Kram raus. Also das brauchen wir definitiv nicht. Fisch nehme ich gerne mit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, kann man immer gebrauchen eigentlich, ne? Eigentlich ja. Bilderrahmen auch unnötig. Können wir ohne Ende selber machen. Haben bald erstmal, wenn nicht, werfen wir die bald auch raus. Aber ich würde sagen, soweit so gut. Ah, nur diese... gut, da wäre jetzt noch Geisterpilze. Nein. Weg. Das ist es mir nicht wert. Sonst gehe ich bald hier nochmal Pilze halt sammeln. Ich habe jetzt keine Lust, wieder zu kämpfen und so. Blutpräsenz ist noch gerade schön voll. Ich spiele jetzt lieber erstmal so, dass wir uns einfach den holen. Auf dem Rückweg kann ich ja immer noch irgendwie ein paar Geisterpilze so holen, wer weiß. Ob ich es überhaupt in dem Ausmaß brauche. Ich denke aber schon. So nah. Wir sind nah. Aber noch nicht sehr nah. Jetzt sind wir sehr nah. Ich glaube hier in dem Gebiet, ne? Hier haben wir auch noch ein paar Kristalle. Okay, da ist der Kollege. Wir machen erstmal hier die Häuser clean. Ja, super. Ach so, nix? Na dann. Habe ich kein Problem mit. So, und dann die da hinten noch. Die werden definitiv stören. Hey! Ich glaube, der Bär jetzt nicht unbedingt, aber sie. Sie definitiv. Nee, lass den Bären, bitte. Der ist auch ganz friedlich am Schlafen. Okay, ein bisschen Leben. Ich glaube, in die Hütte muss ich jetzt nicht unbedingt rein.
Ja, gehen wir einfach mal rein, ne? I'm going to run you down. Okay, so weit, so gut. Du kleine linke Ratte. Wo ist er? Nix da. Nein. Okay, der ist echt fies. Okay, komm. Nächster. Na komm. Ja, hast nicht erwartet, Kollege. Und wir haben ihn. Was lachst du so? Nice. Jetzt haben wir die wichtigsten Rezepte, die wir erstmal brauchen. Sehr, sehr nice. Thundergei. Wo kommst du denn her? Ich laufe auch noch genau rein. Okay, Kristalle sollten wir definitiv noch sammeln. Aber so schwer war der gar nicht. Ich glaube, früher war nicht so schwer, weil ich immer auf dem Vierer PvP-Server war, alleine. Ich glaube, das war ziemlich schlau von mir. Komme ich eigentlich ganz gut klar. Auf 1 bis 2 Spieler ist ganz nice. So, war hier jemand noch drin? Nein. Hier war es nicht. So, wir nehmen auch mal so viel mit, wie wir können. So, Rezepte einmal. Zauberspruch hier gut. Dann einmal, bleibt uns ja nur das. Wir haben sogar noch Platz. Wir haben sogar eine Pistole, die wir bald machen könnten. Ich habe mir noch keine Fernwaffe gemacht, ne? Ich glaube, das wäre mal Zeit. Sonnenlicht, mein Freund. Und der da drinnen, der ist sehr nervig. So aber nicht. Fräulein. So. Also wenn wir schon hier sind, müssen wir echt Beute machen. Ich hau mir einfach mal einen Trank rein. Auch wenn es nicht viel Leben ist, aber man weiß nie, ob hinter doch gleich einer um der Ecke steht. Das ist mir lieber. Das ist mir echt lieber, Leute. Haben wir denn noch hier von der Waffe überhaupt? Wie viel Haltbarkeit? Ja, das ist noch einiges. Das ist kein Problem.
gehen wir nochmal ins Haus hier rein. So. Vom Inventar her passt das sogar, ne? Wir sind fast voll, aber... Es hat gepasst. Sehr schön. Oh, geil, sogar noch Geisterpilze und so. Wenn das nicht mal eine schöne Ausbeute ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich muss bald nur einmal Mutant... Oh. Mutantenfett sammeln. Aber jetzt haben wir alles, ne? Noch einmal hier. Gehen wir so zurück zum Pferd. Zurück zur Basis. Ich glaube, sind wir sogar in dem Gebiet hier fertig, ne? Ich glaube, dann gibt es hier eigentlich gar nichts mehr zu holen. Außer die Geisterpilze, wenn wir noch welche brauchen. Und halt Spinnenseide. Aber da können wir auch unsere Diener losschicken eigentlich. Ja, apropos Diener, ich muss eigentlich meinen vierten machen, ne? Habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ah, da wäre jetzt noch Geisterkristall, aber wir haben schon viel. Ich will jetzt nicht gierig sein. Erstmal lieber ab nach Hause. Alles in Sicherheit bringen. Safe is safe. Man weiß ja nie, ne? Um Schlossherz müssen wir auf 5 bringen, aber dafür brauchen wir noch aus Gloomroot oder Gloomrot. Gloomroot, glaube ich, ne? Sagt man's. Oh, auch noch ins im Vampirgebiet hier. Ich hoffe, wir... Ja, doch vom Level her... Münzen, was kann man eigentlich hier kaufen? Habe ich mir gar nicht angeschaut. Vor allem, welche Münzen brauche ich hier? Brauche ich hier die Sonnenmünzen oder reichen Silbermünzen? Müsste ich mir mal anschauen, hier ist der Innenteleporter. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich nochmal sagen wollte. Naja, egal, wir sind jetzt gleich da. Sachen ablegen, schmieden. Also Schmiede bauen eher gesagt. Und alles zerkleinern einmal. Und von den Materialien her sollte erstmal alles reichen. Genau, ich brauche neues Material aus Gloomrot dann. Da wäre ein bisschen Eisenerz, aber ja, habe ich genug. Ich habe genug Barren, genug verstärkte Bretter, pipapo. Habe ich alles da. So. Dann einmal... Zack. Rüberhauen, was geht. Geißelsteine, genau. Da war ja was. Da war ja was. Hauen wir erstmal alles hier rein. Ziemlich voll. Geißelsteine. Haben wir doch welche da? Machen wir mal so ein 50-50. Der hier ist eh schneller. Ich glaube, das sollte so dann passen. Hoffe ich. Wir werden sehen. So, also. Hier kann ich noch den Kram zerkleinern. So, Steine haben wir nicht, ne? So, let's go. Dann einmal... Nee, noch nicht. Gucken, was wir reinhauen können. Wir haben sehr viel von der Haut, aber ja. Wie ihr seht, haben wir nicht genug Mutantenfett. Oh, hier ist auch voll mittlerweile. Und warte mal, die kann ich rausnehmen. Dann hauen wir die nochmal rein. Parken wir das halt erstmal so. Aha, interessant. Okay. Obwohl, ja, dickes Leder haben wir eh genug. Brauche ich dann nicht mehr machen. Dann gehen wir mal kurz nach... Ah ne, nicht nach oben. Wir können ja schon mal das hier rausnehmen, das hier rausnehmen. Und das war schon mal
Ach, wir können das hier gar nicht machen. Ups. Warum habe ich überhaupt Herzen drin? So. Ach, ich hätte eigentlich direkt alles rüberhauen können. Egal. Was habe ich hier? Nee, jetzt habe ich den Staub gar nicht mitgenommen. Ist noch nicht viel, aber... Was wir mitnehmen können, nehmen wir natürlich mit. So. Dann machen... Können wir hier auch Barren machen? Nee, die können wir hier auch nicht machen. Dann, let's go. Sehr schön. Gut, dann lagern wir mal den Kram oben ein. Schriftrollen, bababam. Dann sind wir mit den Schriftrollen eigentlich auch so gut wie fertig. Warte mal, irgendwas wollte ich hier doch holen. Ein paar Ziegel lagern wir einfach mal hier, warum nicht? Ach hier, guck mal. Sehr gut. Wunderbar. Na dann, rein damit. Dann können wir da erstmal Ruhe produzieren. Hier habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen, ja, ein paar Schriftrollen, sehr nett. Dann geht es erstmal nach oben. Ja, ein paar hier könnte ich abhauen, aber wir lassen alles zusammen wachsen. So, gehen wir erstmal in Le Bibliothek. Können wir natürlich nicht lernen, aber... Ach, wir haben gar kein Buch. Was war da gerade meine Mission? Papier rein. Da. Sehr schön. Das heißt, zack, zack. Haben alles. Sehr gut. Das heißt, die zukünftigen Schriftrollen könnten wir dann ein Schemata. Schemata? Schemata? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Machen, auf jeden Fall. Und dafür brauchen wir dann, ja, die mechanischen Teile davon, technischer Schrott eher gesagt, haben wir auch einiges da. Dafür brauchen wir aber erstmal die bessere Bibliothek. Und wir haben neue Tapeten. Wir sollten mal Tapeten reinhauen. Also bald muss man auf jeden Fall wieder ein kleines Base-Upgrade, damit alles hier ein bisschen schicker gemacht wird. Blut, du bist... Du hast immer noch nicht genug Ratten gegessen. Dann hau ich mal Flächen hier rein. So. Trinke ich mir gleich. Wir brauchen es gar noch nicht. Erstmal wird so weiter einsortiert. Dann wird gleich die Schmiede gebaut. So. Und rüber damit. So, dann können wir hier mal wieder ein paar Ratten reinhauen. Knochen. Knochen meine ich natürlich. So. Alles klar. Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich kann auch den Umhang wieder anziehen, besser. Ich nehme auch mittlerweile sehr viel Tränke. Bamsen, rein, rein, rein. Das sieht gut aus. Gefällt mir. Langsam wird es mal besser. Ups. So. Dann einmal runter. Die hauen wir noch hier rein. Haben wir fast zwei Stacks von. Wir sollten hier mal wertvollen Kram reinhauen, ne? So, können wir noch was schmelzen? Oh, Geißelsteine. Ich sollte ein paar mehr Geißelsteine produzieren, ne? Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Rein damit. Die ersten paar Barren haben wir. Was brauchen wir nochmal für die Schmiede? Ruhrblut, kein Problem. Spektralstopp und verstärkte Bretter. So. Was haben wir dann hier? Versteckte Bretter. Warte mal, versteckte Bretter. Und was brauchen wir nochmal für Geißelsteine? Bettstein.
gestärkte Bretter. Die können wir schon mal hier reinhauen. Dann hole ich gleich nochmal Geißel. Nicht Geißel. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Schmiede. Das Ding ist, wir haben hier keinen Platz mehr. Ich hätte die doch ein bisschen... Vielleicht muss ich die bis hierhin erweitern. Und das Ding hier raushauen. Oder wir müssen die Kisten umstellen erstmal. Könnt ihr einfach hier gegenüberstellen. Und hier so durchgehen? Nee. Sieht komisch aus, ne? Ich passe ja genau gegenüber. Ich hoffe es. I hope so. Wir wollen aber nochmal ganz kurz Grabstaub von oben. Da haben wir echt mehr als genug oben. Jetzt macht es auch ein bisschen Sinn. Ich würde sagen, wir nehmen direkt mal... Ah, komm, wir haben sogar ein paar. So. Ja, damit kommen wir ein paar dicker aus. So. Bei Geißelsteine hauen wir direkt mal rein, damit die Produktion weiterläuft. So, Schmiede. Ah, das ist genau für die Ecke. Ah, hier ist eng. Da machen wir... Würde es so gehen? So können wir es doch machen. Wir die noch erstmal weghauen hier. Ja. So, also, die Waffen. Ja, das sind direkt 3 Level höher, ne? Braucht ein paar Barren, aber... Das sieht gut aus. Also auf jeden Fall mehr Schaden. Ja, aber gut, wir haben da Zauberkraft, aber ja, das ist halt stärker, ne? Wenn man das dazu rechnet, ich habe halt mehr Zauberkraft. Psychische Treffer. Ist das wirklich direkt besser oder erst die legendären Waffen davon? Fragen über Fragen, Leute. Aber egal, wir werden sehen. Wir werden uns die machen und dann ist es halt so. Ne, das kommt hier bitte nicht rein. Das kommt hier aber bitte rein. So. Und wir können sogar gleich eine Waffe machen. Warte mal, was brauchen wir nochmal genau? Gestärkte Bretter, ja. Wie viel sind das? 6. So. Ja komm, auf die Barren warten wir noch kurz. Zack. Und rein damit und her mit dem Schwert. Nice. Ich bin halt eher so ein Fan vom Schwert. Auch wenn andere Waffen, Vegetation, Untote, gegen gewisse Sachen vielleicht ein bisschen besser sind, aber wie soll ich mir so eine Pistole noch machen? So, Geißelsteine. Läuft. Es läuft doch, Leute. Was soll ich euch sagen? Ich bin zufrieden. Jetzt sammeln, lagern wir noch kurz den Rest einmal ein. Dann bin ich wirklich zufrieden. Nee, hier kommt nichts rein. Wir haben sehr viel Cash, ne? Mittlerweile echt viel Münzen. Aber gut. So, das wird erstmal nicht gebraucht. Lieber erstmal in Sicherheit bringen. Da wird ordentlich produziert. Fällt mir. Mal rein damit. Jetzt habe ich das hier wieder mit mir rumgetragen. Naja. Ich würde sagen, das war's dann auch mit dieser Folge. Wenn es euch natürlich gefallen hat, wie immer, würde ich mich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.